Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers, hier der Olli für euch am Start und zwar heute mit einer ganz besonderen Stream-Ankündigung, liebe Freunde. Ich habe es mir lange überlegt, ich habe lange darüber nachgedacht, auch schon die ersten Sachen geplant und meine Entscheidung steht fest. Ich möchte mit euch diesen Samstag, den 30.09. ab 20 Uhr durchmachen. 24 Stunden Stream. Der allererste 24 Stunden Stream auf dem Aufregers Channel auf www.twitch.tv/dieaufregers möchte ich gerne mit euch starten und habe dafür folgende Sachen vorgesehen. Also 24 Stunden lang Hearthstone kann ich nicht. Das kann ich euch gleich sagen. Möchte ich auch nicht. Finde ich ein bisschen unabwechslungsreich und ich bin leider keiner, der ein Spiel so krass, also nicht 24 Stunden lang spielen kann. Ich möchte auf jeden Fall mir da ein bisschen Abwechslung und euch auch Abwechslung bieten, zumindest mal auf kleinerem Niveau. Und deswegen hab ich für euch folgendes Programm ausgesucht. Wir starten, wie gesagt, um 20 Uhr und fangen erstmal an, gediegen mit Hearthstone. Von 20 Uhr bis 1 Uhr morgens, also 5 Stunden lang erstmal Hearthstone, ganz normal Ladder. Habe ich deswegen gemacht, aber nur deswegen, weil ich gestern tatsächlich mal wieder geladdert habe, seit langem, seit wirklich langem. Und hat mir unheimlich Spaß gemacht. Es ist einfach für mich zumindest was komplett Neues, weil ich habe, ihr wisst, ich habe wirklich sehr, sehr wenig gespielt im letzten Monat. Habe deswegen von der Hearthstone-Meta echt wenig mitgekriegt und habe da einige Sachen gesehen, die ich gerne mal ausprobieren möchte und hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und möchte ich damit euch am Samstag dann auch gleich anfangen, von 20 Uhr bis 1 Uhr. Dann von 1 Uhr bis 2 Uhr Community Games. Also möchte ich diesmal festmachen, es kommen immer gerne mal Anfragen während eines Livestreams von mir, ey Mann, kann man mal gegen die spielen oder irgendwas. Diesmal können wir das offiziell machen von 1 Uhr bis 2 Uhr. Ich denke, da sind noch viele von euch da. Möchte ich gerne Community Games mit euch machen. Also ganz normal Duell, ja, vielleicht auch ein Best of Three gegen den einen oder anderen. Gucken wir mal. Ich denke, in einer Stunde können wir auf jeden Fall mal ein paar Leute rannehmen. Und genau. Dann geht's weiter von 2 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens mit Warcraft 3. Das, was ich ja schon, wo ich ja schon eine Umfrage, wo ich schon angekündigt habe, das würde ich gerne livestreamen. Viele von euch haben gesagt, sie würden sich dafür interessieren. Ich glaube, so um die 87% von 67 Leuten, die gewohnt haben. Wahnsinn. Also, es sollten auf jeden Fall ein paar da sein, die das dann doch noch interessiert. Und da ganz normal Kampagne. Genau, Kampagnenmodus. Ich möchte gerne in Nostalgie mit euch schweben oder diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Ihr werdet auch was davon haben, glaubt mir, Leute. Es ist ein sagenhaft gutes Spiel. Dann, wenn dann wahrscheinlich die ersten Down-Phasen kommen, zwischen 5 Uhr und 9 Uhr morgens, wird mir Mr. Dragonkiller, a.k.a. Benny, zur Seite stehen. Der ist dann nämlich gerade mit seinem Stream fertig und wird dann unser altes, gutes Format, nämlich Hearthstone Adventures auf Heroisch durchschaffen, wieder mit mir aufnehmen. Und zwar, wie gesagt, von 5 Uhr bis 9 Uhr morgens, am Sonntag dann, werden wir, wo waren wir das letzte Mal? League of Explorers, ziemlich am Ende. Werden wir schauen, dass wir das vielleicht durchkriegen. Und dann muss der liebe Benny dann auch langsam mal ins Bettchen. Sobald er dann schlafen geht, so ungefähr um 9, werden wir dann wieder Warcraft 3 aufnehmen, von 9 bis 12 Uhr. Und dann geht's um 12 Uhr weiter, wenn dann die meisten von euch dann wieder da sind, erstmal wieder mit Community Games. Das heißt also von 1 bis 2 und von 12 Uhr bis 13 Uhr. Das sind die zwei Stunden, wo ich offiziell für euch Zeit habe. Also, wo ich offiziell mit euch Hearthstone spielen möchte. Klar können wir zwischendrin mal ein Duell reinbauen. Ihr wisst ja, das ist jetzt nicht bei mir mega strikt. Aber wenn ihr ein Spielchen gegen mich machen wollt, das sind so die Uhrzeiten, wo ich mir gerne die Stunde für euch nehmen würde. Dann haben wir von 13 Uhr bis 17 Uhr möchte ich gerne so einen kleinen Spielplatz haben. Ich möchte gerne mit euch zusammen was anfangen. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, wie da die Stimmung ist, ich weiß nicht, wer dann da ist, ich weiß nicht, wie ich dann drauf bin, wenn ich dann schon doch wahrscheinlich bis dahin schon 24 Stunden wach bin. Deswegen von 13 Uhr bis 17 Uhr möchte ich gerne mit euch irgendein Blizzard-Spiel spielen. Das heißt also entweder Heroes of the Storm, Overwatch oder, wenn ihr ganz viel Bock habt, World of Warcraft. World of Warcraft, in dem Fall, also Heroes of the Storm, klar, oder Overwatch ganz normal Quick Matches, also gerne auch über Skype oder Teamspeak. Ganz klar. Oder eben ganz normal Blizzard Voice Channel. Möchte ich gerne mit euch ein bisschen quatschen, ein bisschen Spaß haben. Und World of Warcraft würde ich euch bitten, wenn ihr vielleicht auf Horde-Seite, also inzwischen kann man ja serverübergreifende Gruppe bilden und Instanzen machen, das ist kein Problem. Aber serverübergreifend, genau. Aber ungefähr auf Level 20 einen Charakter parat haben. Das wäre ganz, ganz gut. Weil auf Endlevel möchte ich erstens nicht spielen, weil ich
noch nicht raid-tauglich bin. Ich habe nur einen Demon Hunter auf 110, zu mehr bin ich bis jetzt nicht gekommen. Und zweitens, ich denke gerade für Zuschauer ist es vielleicht eher gut, wenn man vielleicht die älteren Sachen macht. Weil man einfach ein bisschen mehr reden kann, ein bisschen mehr erzählen kann, weil einfach, ich denke, bei solchen Raids ist dann sehr viel Gehämmer und sehr viel Zeug. Ich denke, ich stelle mir eher so eine etwas lockerere Runde vor und ich denke, wenn man da von Level 20 aus dann ein bisschen, ne, davon schießt, ist es doch eine ganz gute Sache. Dann von 17 bis 20 Uhr lassen wir das Ganze ausklingen, wieder mit einer Runde Hearthstone. Und zwar entweder Arena oder ganz normal Ladder. Also ich tendiere eher zu Arena, einfach nur wegen der Abwechslung halber. Aber wenn jetzt die Zuschauer sagen, nee, wir wollen alle Ladder sehen, mach mal Ladder, das ist kein Problem. Und genau, dann wird der Olli wahrscheinlich ziemlich schnell in die Falle kippen. Ihr werdet noch ein bisschen weitermachen und dann in die Falle kippen. Und dann haben wir eine schöne Zeit gehabt. Freunde, das ist ungefähr der Zeitplan. Ich hoffe, es ist ein Überblick, der euch gefällt. Ich hoffe, es ist ein Programm, was euch zusagt. Natürlich muss keiner 24 Stunden dabei sein, um Himmels Willen. Aber schon mal ganz gut, dass der ein oder andere halt weiß, okay, da und da kann er einschalten und da kann er vielleicht abschalten, weil es ihn nicht so sehr interessiert. Das reicht, wenn er es im Nachhinein sieht. Was auf jeden Fall auf YouTube kommen wird, das Hearthstone Adventure mit Benny wird auf jeden Fall kommen. Aber da ich sowieso ziemlich im Verzug bin mit den Hearthstone Adventures, die ich sowieso noch hochladen muss, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber Warcraft 3 wird definitiv hochladen. Das heißt also, da könnt ihr gerne dabei sein. Ihr könnt gerne lore-technische Fragen stellen währenddessen. Aber genau, ihr könnt es auch lassen und euch einfach den Scheiß auf YouTube geben. Gut, Freunde, das war's dann mit der Ankündigung vom Samstag 24-Stunden-Stream, 20 Uhr am 30. September, 24 Stunden, Olli, der Aufreger. Das wird eine ziemlich, ziemlich witzige Sache. www.twitch.tv/deraufreger, Link ist in der Beschreibung und ich würde sagen, wir sehen uns am Samstag. Erscheint zahlreich, unterstützt mich, unterstützt euch selber, habt eine geile Zeit mit mir, ich freue mich drauf. Bis dann, euer Olli, over and out.